So, weiter geht's mit Probe F. Die riecht würzig. Zittrig. Ja, schauen wir mal. Das kann ja auch immer täuschen. Oh ja. Boah. Okay. Zuerst kam mir so eine Baccarat Rouge Note rüber. Jetzt wird es ein bisschen orangiger. Schwierig. Ich würde sagen, da muss ich auf jeden Fall warten, wie sich die Probe entwickelt. Es riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Oh, es riecht für mich nach Baccarat Rouge. Ja, aber irgendwie orangiger. Ein orangigeres Baccarat Rouge. Schauen wir mal, wie der Duft sich entwickelt. Ja, eine sehr fruchtige Orange. Aber der erste Moment, der erste Sprüher, das, was mir so als Nebel entgegenkam, da dachte ich schon so, boah, Baccarat Rouge. Den Duft fand ich am Anfang richtig, richtig toll. Und dann klebte er an meinem Arm. Und er klebte und er klebte und er klebte. Und nach 24 Stunden klebte er immer noch an meinem Arm. Und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr ertragen und nicht mehr riechen. Es riecht nach Baccarat Rouge. Okay, ich gucke jetzt mal, ob ich den Originalduft raussuche. Oh, ich traue mich gar nicht, den zu sprühen. Aber, ach genau, wir sprühen die Probe auch nochmal auf ein Stäbchen, weil sich der Duft auf dem Stäbchen ein bisschen anders verhält. Ich rieche Baccarat Rouge. Bah. So, wo war ich stehen geblieben, bevor ich das Zeug in den Mund bekommen habe? Es riecht so krass nach Baccarat Rouge, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber es riecht nicht, als ob es Baccarat Rouge wäre, oder es ist eine andere Version. Ich glaube, es gibt noch so ein Extrait, das kenne ich nicht. Also, wie gesagt, was ich noch sagen wollte, viele feiern ja Baccarat Rouge als Francisco Coq-Jeans Meisterwerk. Oh, ich weiß nicht. Der Duft ist auch viel kopiert. Es gibt auch so ein paar Damendüfte von Ariana Grande, das Cloud, oder auch Burberry Her, was übrigens auch von Francisco Coq-Jean ist. Die sind so ein bisschen eine Kopie davon. Er ist auch irgendwie einzigartig und ja, hier kommt auch so eine Zuckerwattennote raus. Wow. Also ich vergleiche das jetzt doch nochmal mit dem Original. Danach muss ich die Wohnung wahrscheinlich desinfizieren und erstmal 3 Stunden Dauerlüften, weil der Geruch sonst gar nicht mehr rauskommt. Aber das muss ich jetzt checken. Es riecht immer noch wie ein sehr orangiges Baccarat Rouge. Es ist sehr viel orangiger. Ja, sehr, sehr viel orangiger. Aber diese Zuckerwattennote kam meiner Meinung nach auch raus. Ich habe jetzt hier so eine kleine Abfüllung von Baccarat Rouge, die ich mir mal bei Parfumo gekauft. Ich traue mich kaum zu sprühen. Ich muss es sehr weit wegsprühen. Und auch nicht auf meinen Laptop. Am besten. Ich rieche überhaupt nichts. Okay, ich muss mal ein bisschen warten, bis sich die Düfte entwickeln. Der riecht jetzt minzig. Der riecht fast minzig. Und hier rieche ich gar nichts. Och, was ist denn los mit meiner Nase? Okay. Ich warte jetzt noch mal ein bisschen, lass die Stäbchen mal hier liegen auf meinem Tischlein und guck mal, dass ich gerade die Nase frei bekomme, weil ich gerade nichts mehr riechen kann. Ja. Probe F. Er ist vorne raus spritziger und frischer als Baccarat Rouge, hat aber so ein Baccarat Rouge-Vibe. Und wenn ich an meinem Arm rieche, erinnert er mich auch irgendwie so ein bisschen an. Ich habe von Pomellato einen Duft. Moment, den hole ich mal gerade. Und zwar ist das dieser hier. Verpackung sieht so aus. 67 Artemisia. Der hat ja so eine krautig-süße, fast schon in die brauner Zucker gehende Artemisia-Note. Und ich meine, das erinnert mich auch hieran. Also auf
auf jeden Fall spannend. Ich finde auch, wenn ich ihn mit Baccarat Rouge nochmal vergleiche, Baccarat Rouge ist sehr viel dumpfer und süßer und flacher. Oh nein, ich darf nichts Böses über Baccarat Rouge sagen. Auch wenn es nicht mein Lieblingsduft ist, aber ich schätze Francisco Jean sehr als Parfümeur, weil er wirklich tolle Düfte kreiert hat. Und ich finde auch mit dem nötigen Respekt an die ganze Sache dran geht, nur mal so am Rande. Aber das ist spritziger, das riecht, als hätte man einen Schuss Baccarat Rouge genommen, einen Spritzer Artemisia und noch eine ganze Menge Zitrusfrüchte. Orangen, Limetten, vielleicht sogar ein bisschen Grapefruit. Also, es ist ein spannender Duft. Ich finde ihn anstrengend für die Nase dennoch. Es wäre besser, ihn im Freien zu tragen. ja, ich bin mir sicher, dass ich ihn nicht kenne. Erst dachte ich, ich bin hier mit Baccarat Rouge gut bedient, aber der wird süßer und dumpfer und es ist kein 1:1 Duftzwilling. Aber es geht sehr in die Richtung und man hat sich das, was bei Baccarat Rouge gut funktioniert, nämlich diese überwürzige Zedernholz in Kombination mit Süße ganz gut abgeguckt, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt darauf, was es für ein Duft ist, weil ja, wer macht so gute Dupes, die sogar noch besser riechen als die Originale? Witzig, mal wieder und spannend. Genau. Den muss ich unbedingt noch mal zeigen. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte für den Sommer. Demnächst kommt auch mal meine Sommerkollektion, aber da muss ich erst noch mal überlegen, nur mal so am Rande, ne, ob ich alle Düfte in einem Video zeige, ob ich es ein bisschen aufteilen soll zwischen Herrendüfte, Damendüfte, Unisex-Düfte, ob ich allgemeine Sommerdüfte vorstelle, dann nochmal welche für extrem brutal heiße Tage und dann im Spätsommer nochmal was über meine Spätsommerdüfte. Ja, ich glaube, das könnte ich machen. Ja, ich bin auf die Entwicklung gespannt. Gleich melde ich mich nochmal und schaue, was die Basisnote unseres nicht ganz 1:1 Baccarat Rouge verbesserten Super-Zwillings macht. Der Duft läuft jetzt nach ein paar Stunden mit so einer süßen Baccarat Rouge-ähnlichen Artemisia-Note aus. Und ich habe auch schon nachgeschaut, welcher er ist, beziehungsweise hatte ich schon vorher den Tipp. Und zwar ist es Supernova in the Casino von Dua. Und Dua ist ja auch dafür bekannt, dass es sehr gute Dupes herstellt. Allerdings ist dieser Duft, Supernova in the Casino, jetzt ein Hybrid zwischen zwei sehr bekannten Düften. Und zwar ist es einmal von Roja, der Elysium, den ich allerdings nicht kenne, und Baccarat Rouge. Man hat hier beide Düfte kombiniert und kam dann zu einem, wie ich finde, spannenderen Baccarat Rouge. Auf jeden Fall ist es ein Test wert, wenn ihr Baccarat Rouge mögt und aber nicht diese zu krasse Süße möchtet, sondern auch noch, ja, so Zitrusfrüchte. Und ich blende euch mal die Duftnoten ein. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge Zitrusfrüchte drin. Wir haben auch Jasmin drin, was in Baccarat Rouge ja auch enthalten ist. Dann haben wir Artemisia, das ich auch rausgerochen habe tatsächlich. Und sehr klebriges Zedernholz. Wir haben Labdanum, wir haben Bittermandelöl, wir haben Safran. Ja, alle schönen Sachen, die auch in Baccarat Rouge drin sind, plus noch viele schöne Sachen mehr. Und das ist jetzt der erste Duft von Dua, den ich getestet habe. Ich habe noch eine kleine Probe von Popped Cherry, der ja der Duftzwilling zu Lost Cherry ist. Die will ich auch in einem nächsten Video mal vergleichen. Aber ja, sehr spannend und schön, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Gerne mehr davon. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von Duftzwillingen haltet, was ihr von Dua Fragrances haltet, ob ihr die Marke kennt, ob die Marke für euch spannend ist oder ob ihr sagt, ihr würdet auf gar keinen Fall Duftzwillinge kaufen, weil ihr lieber nur dem Original vertraut. Wie ist da eure Meinung zu? Genau. Ansonsten abonniert mich gerne. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Drückt auch gerne die Glocke, damit ihr immer informiert seid über neue Videos von mir. Für heute bin ich raus. Ich muss jetzt hier die Bude abfackeln oder mindestens die ganze Nacht lang lüften. Ich bin ganz gespannt in diesem tollen Blindprobenpaket von Einfach Ich von Parfumo.de, welche spannenden Düfte mich da noch erwarten. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.